Schalter im Kopf. Wie wird im Schlaf Gelerntes gespeichert? Warum erinnern sich Zeugen ungenau? Neue Lehrmittel entlasten das Gedächtnis. Trauerarbeit als vergessen. Und in Swissmade bewegte Erinnerung. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das Sprichwort passt besonders gut für das Erlernen von Geschicklichkeiten. Denn je früher und häufiger man Bewegungsabläufe übt, desto besser werden sie im Gedächtnis behalten. Und man wird sie nie mehr vergessen. Im Unterschied etwa zum Wissen. Später wird man vielleicht die Bewegungsabläufe nicht mehr beschreiben können, aber sie sind gespeichert, funktionieren ohne Nachdenken. Sei das beim Velofahren, Musizieren, Schreibmaschinenschreiben oder beim Sport. René Kierner war jahrelang Eishockey-Torhüter. Mit 35 Jahren hatte er seinen letzten Einsatz. Seither ist er nie mehr aufs Eis gegangen. Heute ist er 63. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Schlittschuh zu laufen und war von Anfang an Torhüter, schon vorprogrammiert. Er wurde einer der größten Schweizer Torhüter des 20. Jahrhunderts, spielte für den Schlittschuhclub Bern und für die Schweizer Nationalmannschaft und holte unzählige Preise. Seine Beweglichkeit, seine Fanghand und seine Spagate waren legendär. 1973 trat er als Eishockey-Torhüter zurück. Nun geht er noch einmal aufs Eis. Im Herbst 2001 mit seiner alten Nummer 0, nach 28 Jahren Eispause. Für ein Freundschaftsspiel in Bern mit Profis. Er bestreitet das zweite Drittel. Seine Bewegungsmuster sind dieselben wie früher. Und seine Reaktionsfähigkeit ist noch intakt. Denn das Geschicklichkeitsgedächtnis reagiert auf Reize. Die Körperkoordination hat noch sehr gut funktioniert. Was mühsamer war das Aufstehen. Aber mit der Fanghand und der Stockhand, das ging wunderbar, fast wie früher. Motorische Fähigkeiten sind im sogenannten prozeduralen Gedächtnis oder Gedächtnis für Fertigkeiten gespeichert. Wissensinhalte hingegen im deklarativen Gedächtnis. Wann und wie werden Fertigkeiten und Wissen überhaupt gespeichert? Und welche Bedeutung hat dabei der Schlaf? Das untersucht die klinische Forschergruppe der Universität Lübeck. Der Proband muss bei einer der Versuchsanordnungen Figuren nachzeichnen. Aber er sieht sie nur über den Spiegel. Diese Übung dient als Beispiel für motorisches Lernen, also für Fertigkeiten. Es dauert eine Weile, bis das Auge, die Hand, das Gehirn dies richtig tun. Vor dem Schlafen und danach werden Fehler und Zeit gemessen. Zum Testen des deklarativen, also Wissensgedächtnisses, muss der Proband Wortpaare lernen, in einer bestimmten Zeit. Dann wird er abgefragt. Vor dem Schlafen und nach dem Schlafen oder mitten in der Nacht. Nach der ersten Schlafphase, dem Tiefschlaf. So wird unter anderem der Einfluss des Schlafes auf die Behaltensleistung überprüft. Winterdickicht, Kosten, Geruch. Bekannt und nachweisbar ist, wer einen Lernstoff oder einen Vortrag vor dem Schlafengehen nochmals aufmerksam durchliest, wird am Morgen eine gute Behaltensleistung feststellen. Dichter Schlamm. Die Aufnahme, die Akquisition, das Enkodieren, das Lernen selbst muss im Wachzustand bei höchster Konzentration sich vollziehen, sonst funktioniert auch das Behalten nicht. Die zweite Stufe nach der Akquisitionsphase nennt man die Konsolidierungsphase, die Verfestigung der Gedächtnisspur. Das heißt, wenn das Ganze erstmal hier im Gehirn irgendwo drin ist, in den neuronalen Netzwerken irgendwo in recht labiler Form eingraviert ist, dann muss das Ganze verfestigt werden. Und das ist die Konsolidierung, das Behalten. Das längerfristige Behalten setzt sehr wahrscheinlich Schlaf voraus. Wenn nicht geschlafen wird, zerfällt die Spur sehr schnell und das Ganze wird vergessen. Wohl wird auch während des Tages gespeichert. Aber das Gehirn muss tagsüber auf so viele Reize reagieren und sie verarbeiten, dass es sie nicht gleichzeitig gründlich speichern kann.
Nun konnte in Lübeck gezeigt werden, dass die beiden Gedächtnissysteme in unterschiedlichen Kernschlafphasen verfestigt werden. Das Wissensgedächtnis im Delta- oder Tiefschlaf, das Gedächtnis für Fertigkeiten im Traum- oder REM-Schlaf. Es scheint so zu sein, dass der Delta-Schlaf, der ja vor allen Dingen am Anfang der Nacht auftritt, nicht, bis zu 50% der ersten 3 Stunden des Schlafes sind mit Delta-Schlaf vollgefüllt, dass der Delta-Schlaf vor allen Dingen diese deklarative, diese explizite Vokabellern-Gedächtnissysteme verbessert, während umgekehrter REM-Schlaf vor allen Dingen das prozedurale Geschicklichkeitsgedächtnis verbessert. Wenn man also Skifahren lernen will, dann sollte man tatsächlich darauf achten, dass man ausschläft, weil ganz am Ende der Nacht der REM-Schlaf überhand nimmt und der scheint eben diese Fertigkeiten, das Gedächtnis für diese Fertigkeiten zu verbessern. Durch die Kanülen können während des Schlafs Blut kontrolliert und pharmakologische Mittel eingegeben werden, um herauszufinden, mit welchen Botenstoffen die Gedächtniszellen funktionieren. Die gängigen Schlaf- und Beruhigungsmittel etwa, dies ist erwiesen, behindern die Gedächtnisbildung. Es gibt noch keine Pille für Gedächtnis und Schlaf. Tagsüber ist das Stresshormon Cortisol wichtig für das Lernen. Nach dem Einschlafen sinkt der Cortisolspiegel, was dem Gehirn das Speichern ermöglicht. Bei starken Emotionen, Angst, Stress oder Trauer, sinkt der Cortisolspiegel oft nicht. Und bei abrupten Lärmstörungen im Schlaf steigt er wieder an. Wir wissen, dass Lärmbelästigung unter anderem dazu führt, dass ein Stresshormon, welches im Schlaf, insbesondere im frühen Schlaf, normalerweise nicht freigesetzt wird, nämlich das Cortisol, dass das bei Fluglärmbelästigung verstärkt freigesetzt wird. Und wir wissen auch, dass die verstärkte Freisetzung dieses Cortisols im Schlaf die Gedächtnisbildung behindert. Der Proband wurde weder durch Medikamente noch durch Lärm beeinträchtigt. Seine Fortschritte im Spiegelzeichnen sind frappant. Der Schlaf ist für die Gedächtnisbildung, für das Speichern unabdingbar. Justitia stellt hohe Anforderungen an die Erinnerungsfähigkeit des Menschen. Zeugen vor Gericht sollen wahrheitsgetreu und genau schildern, was war. Doch das menschliche Gedächtnis ist ein höchst unzuverlässiger Partner. Und die Wahrheit, wie sie der Richter erfragt, kann der Zeuge oft so nicht rekonstruieren. Er muss einmal etwas wahrgenommen haben, er muss dann sich wieder an das erinnern, was er gesehen hat oder glaubt, gesehen zu haben. Und dann muss er das noch formulieren. Es gibt also grundsätzlich 3 Fehlerquellen. Es gibt die Fehler bei der Wahrnehmung eines Geschehens, eines Sachverhalts. Dann gibt es die Fehlerquelle der Erinnerung. Und schließlich gibt es dann noch die Fehlerquelle der Erklärung, also der Wiedergabe der Erinnerung. Auch dort sind Missverständnisse selbstverständlich möglich. Zeugenaussagen werden protokollarisch festgehalten und gelten als Beweismittel. Wie problematisch dies sein kann, schildert Gerichtsgutachter Volker Dittmann anhand eines Beispiels. Eine fatale Neigung ist, wir ergänzen sozusagen Lücken in der Wahrnehmung und auch Lücken im Gedächtnis in Richtung des Erwarteten. Das heißt, wenn es kracht, und es stehen nachher 2 Autos auf der Kreuzung und ich schaue hin nach der Kollision, dann kann es sein, wenn ich später darüber berichten muss vor Gericht, dass ich mir das Stück, was mir fehlt, plausibel hinzuerfinde. Es ist üblich, entspricht unserer Lebenserfahrung, wenn es auf einer Kreuzung kracht, dann sind 2 Autos ineinander gefahren. Es gibt aber Experimente, die man machen kann, leicht wiederholen kann. Man kann 2 Autos, die schon seit Stunden ineinander gefahren sind, auf eine Kreuzung stellen und keiner beachtet es. Und dann macht man vom Lautsprecher hinzu einen Krach und sofort datiert eine Mehrheit der Zeugen das Ereignis auf die Sekunde, in der es gekracht hat und behauptet allenfalls sogar noch ein größerer Teil, sie hätten gesehen, wie das Geschehen abgelaufen ist. Trotzdem, oft ist man in Gerichtsverfahren auf Zeugenaussagen angewiesen. Bei der Befragung muss eine wichtige Grundregel stets berücksichtigt werden. Man darf das Gedächtnis nicht überfordern. Man muss wissen, dass die Dinge in unserem Gehirn plastisch aufbewahrt werden. Man muss auch wissen, dass sie nicht eingemeißelt und jederzeit unter allen Umständen unveränderbar abrufbar sind. Wenn Juristen das berücksichtigen würden bei der Bewertung ihrer Aussagen, dann wäre schon sehr viel gewonnen. An der Université Pierre et Marie Curie in Paris untersucht man, wie sich Erinnerung mit der Zeit verändert.
Der Versuchsleiter präpariert drei Töpfchen mit unterschiedlichen Duftstoffen. In eines gibt er Schokopops als Belohnung. Nun muss die Ratte herausfinden, in welcher der drei Schalen die leckere Belohnung wartet. Bei jedem Versuch werden die duftenden Behälter wieder neu angeordnet. Was sich gleich bleibt, die Schokopops sind immer in der Schale mit dem Mandelduft. Beim ersten Mal sucht das Tier lange. Beim zweiten Mal vermutet es die Belohnung zuerst in der gleichen Ecke wie zuvor. Aber bereits beim dritten Mal hat die Ratte gelernt, dass der Mandelgeruch zum Schokopop führt. Von nun an wird die Ratte die Übung mit jedem Mal schneller meistern, weil sich ihr Gedächtnis durch jede Reaktivierung verbessert. Dieser Ratte wurden Elektroden direkt in einzelne Gehirnzellen eingeführt. Damit will man herausfinden, ob und wie sich Lernen und Erinnern auf Zellebene unterscheiden. Dies ist ein äußerst ehrgeiziges Projekt, denn man weiß bisher wenig über Funktion und Zusammenspiel der verschiedenen Zellaktivitäten und deren Bedeutung. We are now recording. Während die Ratte lernt, zeichnen wir die Aktivitäten in ausgewählten Zellen auf und dann wieder, wenn die Erinnerung an das Gelernte reaktiviert wird. Damit wollen wir herausfinden, ob diese Nervenzellen speziell feuern, wenn das Tier etwas wieder erkennt, das es sich vorher in einem Lernprozess eingeprägt hat. So können wir sehen, was auf Zellebene geschieht, wenn Erinnerung im Gehirn reaktiviert wird. Den Schokopops verdankt die Wissenschaft weiterer Erkenntnisse. Diese Ratte hat gelernt, dass auf jedem Strahl des Sterns eine Belohnung wartet, aber nur eine. Um nicht unnötige Energie zu verpuffen, wird sie jeden Weg nur einmal laufen. Auch hier bestätigt sich, Übung macht den Meister. Mit jedem Testlauf wird sie sicherer und schneller. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen bleiben immer gleich. Immer wieder orientiert sich das Tier und bezieht dabei die Umgebung mit ein. Was genau für Gedächtnisstützen entscheidend sind, weiß man nicht. Doch sobald sich im Umfeld etwas verändert, beeinträchtigt dies sofort die Leistung des Versuchstiers. Wir haben Beweise dafür, dass im Moment, da wir uns an etwas erinnern, diese Erinnerung in einen labilen Zustand versetzt wird. Das heißt, im Moment des Erinnerns kann sich die Erinnerung auch verändern. Und jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnert haben, speichert das Gedächtnis diese Erinnerung wieder neu ab. Dabei werden auch neue Informationen in die alte Gedächtnisspur aufgenommen. Susan Serra tritt den Beweis für ihre Hypothese mit pharmazeutischen Mitteln an. Hier spritzt sie der Ratte ein gedächtnisunterdrückendes Medikament, gleich nachdem diese die Übung absolviert hat. Resultat? Das Gelernte wird gelöscht. Nun ist das Tier völlig hilflos und verloren. Hätte es ein gedächtnisunterstützendes Mittel erhalten, würde der Parcours sicherer und schneller als je zuvor absolviert. Fazit: Entscheidend für das Gedächtnis ist, was in jenen Momenten geschieht, in denen eine Erinnerungsspur gerade aktiv und damit labil ist. Memory is in the constant state of flux. Das Gedächtnis ist ständig im Fluss. Wer sich erinnert, holt eine alte Spur hervor. Sie wird aktiv und neu gestaltet, je nach dem aktuellen Kontext, in dem sie sich gerade befindet. So entsteht Gedächtnis. Das heißt, Erinnerung ist eine Eigenschaft des Gehirns, die sich dort immer wieder neu bildet. Frühjahr 1993. Bruno Zwahlen, dessen Ehefrau Christine 1985 ermordet in einer Tiefkühltruhe gefunden worden war, wird in einem Zweitprozess freigesprochen. 8 Jahre nach der Tat stifteten die über 50 Zeugenaussagen vor allem Verwirrung an. Klarheit ins Dunkel der Vergangenheit konnten sie nicht bringen. Ja, ich habe das damals eigentlich 1:1 wirklich erlebt, was es heißt, wenn jemand nach Jahr und Tag wieder mit gewissen Vorkommnissen konfrontiert wird, mit zum Teil banalen Geschehnissen, die aber im Prozess eine Rolle spielten, dass diese dann sich überhaupt nicht mehr erinnern. Dann ist das Problem, dass die, die sich erinnern, vor allem der Gefahr unterlaufen, dass der sogenannten Verschmelzung, dass sie also gewisse
Dinge, die sie noch erklären oder noch erzählen, dass sie die gar nicht, sich gar nicht mehr an diese erinnern, sondern dass sie das vielleicht irgendwo gelesen haben oder mit anderen Zeugen darüber gesprochen haben im Vorfeld des Prozesses. Und dann eigentlich, ich sage jetzt Dichtung und Wahrheit, das ist jetzt boshaft gesagt, aber eigentlich das, was man noch weiß und das, was man gehört hat, eigentlich zu einer neuen Geschichte zusammenkommt. So vermischten zum Beispiel mehrere Zeugen im Zweitprozess Schilderungen aus dem Buch zum Mordfall Zwahlen mit eigenen Erinnerungen. Oder sie ließen sich gar zu neuen Aussagen inspirieren. Man muss die normale Gedächtnisphysiologie berücksichtigen und sagen, das Gedächtnis nimmt ohne fremde Hilfe im Laufe der Zeit ab und reduziert sich für alle Ereignisse auf einen für das Individuum subjektiv wichtigen Kern. Skeptisch werden wir immer dann, wenn es zuerst relativ wenig Aussage gegeben hat und dann gravierende Dinge im Laufe der Einvernahme hinzukommen. Das ist also so ein Warnsignal. Zum anderen muss man immer bedenken, unter welchen Umständen ist die Erstaussage zustande gekommen. Das Ambiente wird häufig zu wenig berücksichtigt. Besonders heikel sind Zeugenaussagen von Kindern. Bei ihnen verändert sich das Gehirn noch sehr stark. Zudem unterscheiden sie oft nicht zwischen sogenannter Wirklichkeit und Spiel. Noch mehr als bei Erwachsenen muss man bei der Einvernahme von Kindern deshalb berücksichtigen, dass sich Erinnerung verändert, jedes Mal, wenn sie neu aktiviert worden ist. Hast du rauskriegen können, dies ist ein großes Problem, vor allem beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch eines Kindes. Um das Kind spielerisch zu einer Aussage zu bewegen, werden noch heute immer wieder sogenannte anatomisch korrekte Puppen eingesetzt. Der Gerichtspsychiater Volker Dittmann bespricht hier mit der für Kinderbefragungen spezialisierten Psychologin Vera Kling einen Fall, in dem die Kindergärtnerin einem Mädchen diese Puppen zum Spielen gab. Für die Wahrheitsfindung war dies allerdings verheerend. Zwar zeigte das Mädchen in den Augen der Kindergärtnerin eine eindeutige Reaktion, indem es die Puppen auszog und aufeinanderlegte. Also das ist keine Videoaufnahme, darum habe ich es nicht sehen können, ich habe es nur gehört. Und noch jedes normale Kind, so das Urteil der Fachleute, zeigt beim Anblick solcher Puppen Neugier und Spieltrieb. Mit anderen Worten, die Reaktion des Mädchens kann bedeuten, dass es sexuell missbraucht worden ist, muss aber nicht. Anscheinend eine ganze Fülle von Aussagen, und da kann ich dir nicht sagen, wie viele das sind, weil die Mutter angefangen hatte. Das Mädchen wurde in der Folge noch zusätzlich von der Mutter immer wieder befragt, worauf das Kind immer schlimmere Geschichten erzählte. Doch aufgrund des Vorgehens von Kindergärtnerin und Mutter wird es nie mehr möglich sein, herauszufinden, ob an diesen Geschichten nun etwas Wahres dran ist oder nicht. Er hat irgendwie die Idee gehabt, das Gedächtnis ist nicht was rekonstruiert, sondern das ist so eine Videothek oder Bibliothek, und hat dann den Eindruck gehabt, das Kind muss es von unten rufen. Ich denke, das ist ja allgemein anerkannt, und so haben wir uns bisher immer geäußert, wenn wir eine starke Suggestion im Vorfeld haben, können wir letztendlich nicht mehr entscheiden. Und ich meine, wenn du damit einverstanden bist, sollte unsere Begründung auch so gegenüber dem Untersuchungsrichter sein. Am besten ist es, wenn bereits die erste Befragung eben nicht von einer lieben Mutter oder einer besorgten Kindergärtnerin gemacht wird, sondern von einer speziell dazu ausgebildeten Fachperson. Und wenn diese Aussage auch sowohl auf Tonband als auch auf Video aufgenommen wird. Eben, weil dann haben wir eine Aussage gewissermaßen objektiv dokumentiert, und die kann man dann, wenn es eine Videoaufnahme ist, wirklich aus der Videothek herausholen, und sie ist noch genauso, wie sie vorher war. Da hat sich dann nichts geändert. Es ist inzwischen so, dass die Gerichte mehr und mehr diese Befragungen, auf Video aufgenommene Befragungen auch möchten, bis fordern. Das entwickelt sich wirklich zum Standard, und da gibt es auch Bestrebungen, und da sind wir zum Teil selbst beteiligt, Ausbildung zu machen, sodass diese Erstbefragungen so brauchbar wie nur irgend möglich und objektiv dokumentiert vorgenommen werden. Die Gesellschaft verändert sich rasant, und alle sind aufgerufen, dauernd zu lernen und sich weiterzubilden. Im Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen beschäftigt man sich mit der Frage, wie Wissen durch neue Medien vermittelt werden soll. Bei diesem Test kann man Wolken impfen, damit sie regnen. Aber man muss gut beobachten und behalten. Wenn eine Wolke soeben geregnet hat, wird sie trotz Impfung nicht regnen, weil sie kein Wasser mehr enthält. Und umgekehrt, wenn sie viel Wasser hat, wird sie auch ohne Impfung regnen.
Tabellen geben Hilfen, aber das Kurzzeitgedächtnis ist bei dieser Computersimulation überfordert. Das Gedächtnis kann offenbar nicht unbeschränkt aufnehmen und verarbeiten. Es ist in der Tat so, dass die hohe Menge an Informationen wirklich das Gedächtnis so stark beansprucht, dass das Gedächtnis an die Grenzen seiner Kapazitäten kommen kann. Und wenn diese Information, die ich in einer solchen multimedialen Lernumgebung aufzunehmen habe, schon sozusagen das Gedächtnis an den Rand seiner Kapazitäten bringt, dann bleiben keine Kapazitäten mehr übrig für eine Verarbeitung dieser Information, zum Beispiel für das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Informationseinheiten. Und das erschwert das Lernen natürlich auch entsprechend. Umsetzen ließe. Wenn die Schüler etwa bei Mathematikaufgaben Regler betätigen und Lösungen durch Anschauung finden können, ist der Lernerfolg größer als beim Lernen anhand eines Textes. Und noch erfolgreicher ist, wer durch eigene Aktivitäten seine Lösungen überprüfen kann. Dies ist dem menschlichen Gedächtnis eigen, unabhängig von der Sprache. Das zeigt ein gemeinsames Seminar mit amerikanischen Wissenschaftlern zum Thema neue Medien in Tübingen. Heute geht es vor allem um die Organisation der Informationen. Wenn man mehr Informationen anbietet oder neue Möglichkeiten hat oder wie es die neuen Medien anbieten, Informationen anders aufbereiten kann, dann kann man natürlich versuchen, Informationen so darzustellen, dass sie leichter aufnehmbar sind, leichter verstehbar sind. Ein Projekt beschäftigt sich mit der Frage, was Fernsehproduzenten beitragen können, damit Zuschauer eine Situation gut behalten können. Anhand von nachgestellten Szenen richtiger Spiele konnte festgestellt werden, dass man sich am besten erinnert, wenn die Kamera die Aktion seitlich und von vorne filmt. Man kann die Situationen schlechter wiedererkennen, wenn der Blickwinkel sich stark ändert oder abrupt die Seite gewechselt wird. Dieses Beispiel aus dem Sport gibt Antwort auf die Frage, wie auch andere Abläufe, etwa Chemiemodelle, dargestellt werden sollen. Aus unseren Studien würde sich ableiten lassen, mindestens ein Geschehen aus zwei oder drei verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Das heißt dann nicht, dass die Studenten sich dann nur diese drei Perspektiven merken, sondern in der Tat auch in der Lage sind, beispielsweise Blickwinkel, die dazwischen liegen, genauso gut wiederzuerkennen. Ein weiteres Projekt untersucht interaktive Videos mit Hyperlinks. Ein Informationsfilm von rund 12 Minuten erlaubt es, durch Links Zusatzinformationen zu holen, hier in schriftlicher Form. Der Film wird gestoppt, man nimmt sich seine Zeit, um den Inhalt zu lernen. Diese klare Form des Unterrichtsstoffes wurde Testpersonen vorgeführt. Was sich gezeigt hat, ist auch, dass sie sehr flexibel mit dem Medium umgehen. Das heißt, dass sie gar nicht immer, wenn ein Link kommt, den unbedingt dann auch gleich anklicken, sondern dass sie sehr wohl in der Lage sind zu sagen, nein, jetzt schaue ich mir erstmal den Film an und dann nachher mache ich einen neuen Durchgang und dann gehe ich in diese Verknüpfungen rein, lese mir die Texte mit den Details dazu noch durch und dann schaue ich mir nochmal den ganzen Film an. Das heißt, sie haben das Medium entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen genutzt. Und das ist ja auch die Idee des Mediums. Die Teichrose hat außer ihren Schwimmblättern auch Unterwasserblätter, aus denen Filmbilder, Ton, Text und die Möglichkeit des eigenen Rhythmus. Die Nachtests bestätigen eine gute Merkfähigkeit, auch längerfristig. Hier wird ein Betrieb simuliert. Jeder Mitarbeiter hat gewisse Kenntnisse, die er in der Regel für sich behält. Für einen Betrieb wäre es aber interessant, vom Wissen der Mitarbeiter zu profitieren. Das ist eine Form von geteiltem Gedächtnis. Denn Gedächtnis ist nicht nur etwas, was ein Einzelner hat, sondern eine ganze Gruppe hat ein Gedächtnis. Jeder möchte auf das Wissen oder den Gedächtnisinhalt des anderen zurückgreifen. Und dazu braucht man ein Speichermedium, bei dem diese Inhalte gespeichert sind. Und uns geht es darum zu untersuchen, wie kommt so ein geteiltes Gedächtnis zustande. Das heißt, wie gibt jemand Informationen oder Wissen, das er hat, preis in dieses geteilte Gedächtnis? Jeder steht vor einem Dilemma. Er möchte vom Firmenspeicher, also vom Wissen der anderen, profitieren. Aber sein Wissen in den Firmenspeicher geben, kostet ihn Zeit. Er wird dafür entschädigt, aber schlechter als für seine Arbeit. 20% der Probanden geben nichts preis. Die Mehrheit aber speist das Betriebsgedächtnis. Allerdings sehr vorsichtig.
Nicht immer muss man behalten, speichern und abrufen. Manchmal muss man auch vergessen. Oder vielmehr das Gedächtnis neu ordnen, Erinnerungen ablegen, sodass sie weniger schmerzen. Etwa wenn man einen geliebten Menschen verliert, sei es durch Trennung oder durch Tod. Die erste Reaktion auf einen solchen Verlust ist stets ein: Das kann nicht sein, das ist nicht möglich. Weil das Gedächtnis ist ja ein Speicher, der uns garantiert, dass dieser Mensch existiert. Er ist in einer hochkomplexer Art und Weise gespeichert, was uns ja erlaubt, uns an ihn zu erinnern, auch dann, wenn er nicht da ist. Und nun, ein dermaßen radikaler Verlust für immer, das streikt das Gedächtnis, das kann es nicht akzeptieren, das kann es nicht registrieren. Und da besteht die Gefahr, dass es überreagiert, abstürzt. Ja, man kann es tatsächlich mit einem Computer vergleichen, allerdings ist es ein Computer ohne Löschtaste. Zuerst wird sich das Erinnerungsvermögen an die Erinnerungsspuren klammern. Es wird sich immer wieder die Wortwechsel, die Bilder, die Gesten ins Gedächtnis rufen, die mit diesem Verlorenen assoziiert sind. Ein akut Trauernder ist monoman fixiert auf das Verlorene. Es ist, als könnte er in einer ersten Phase nichts anderes mehr wahrnehmen. Dann beginnt in der Regel die Verarbeitung der Erinnerungen. Ich denke, das ist prinzipiell ein Prozess, der mir geschieht, also nicht ein Projekt, das ich absolvieren kann. Das heißt aber nicht, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Es gibt ja, das wissen wir auch alle, dieses Genießen der Trauer, nicht sich zurückziehen, sich einrichten in der Trauer. Und ich würde sagen, da ist das Reden eine Art Forcierung und Selbstforcierung, die eben schon sehr notwendig ist. Dabei kann der Trauernde seine Umgebung auch arg strapazieren. Als Ablenkung dienen alltägliche Aktivitäten, die automatisch ablaufen. So lassen sich die Emotionen verarbeiten, auch die Wut etwa verlassen worden zu sein. Oder die Vorwürfe und Selbstvorwürfe. Der Trauerprozess gehört zum Menschsein. Das Gedächtnis hindert uns daran, diesen zuweilen lästigen Prozess zu überspringen. Da gibt es eine Faustregel, die besagt, das dauert 2 Jahre. Und die ist nicht so gut und so schlecht wie jede Faustregel. Das kann im Einzelfall wieder ganz anders aussehen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, weil sie verweist auf etwas, das auf den Faktor Zeit. Die Wiederkehr einer geregelten Zeit, das ist vielleicht der allerwichtigste der Faktoren in einem Trauerprozess. Das erste Jahr ist sehr schmerzlich. Der erste Frühling, der erste Geburtstag ohne das Verlorene. Im zweiten Jahr ist es schon eine Wiederholung. Der Schmerz wird etwas weniger heftig sein. Mit der Zeit verknüpfen sich die Orte und Ereignisse mit neuen Bildern, mit neuen Geschichten. So werden diese gespeicherten Erinnerungen langsam verblassen. Sie werden nicht verschwinden, sie werden irgendwo im Hintergrund bleiben und können auch wirksam bleiben und sie können auch jederzeit wieder voll ins Bewusstsein treten und werden dann vielleicht wieder eine neue Phase eines Trauerns auslösen auf einer anderen Ebene, wo es nicht mehr darum geht, sich jetzt ständig auf diesen Verloren zu fixieren, sondern darum, mit dem Rest, der da geblieben ist, etwas anzufangen. Einige schreiben vielleicht ein Buch, andere wechseln den Beruf. Es gibt Zeiten für das Vergessen und Zeiten für das Aufnehmen von Neuem. Vergessen und Erinnern, ausbauen oder abbauen. Das menschliche Gedächtnis ist vor Überraschungen nicht gefeit. Sie sahen die Schalter im Kopf. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet. Bewegte Erinnerung.
in Swissmed gleich nach der Unterbrechung. Die Cinématique Suisse in Lausanne beherbergt das audiovisuelle Gedächtnis, nicht nur der Schweiz. Unter den rund 70.000 Filmen, die hier aufbewahrt werden, befinden sich zahlreiche wertvolle Unikate, wie dieser Dokumentarfilm aus Syrien. In den 20er Jahren, schwarz-weiß gedreht, wurden die Bilder nachträglich mit Hilfe von Schablonen eingefärbt. Unsere Aufgabe ist es, diese Filme für die kommenden Generationen zu retten. Das ist unsere erste Aufgabe. Die zweite ist, sie auch immer wieder zu zeigen. Und Nitratfilme zum Beispiel müssen wir systematisch umkopieren auf Acetatfilm, auf Sicherheitsfilm. Aber auch die neueren Filme jetzt haben die Tendenz, dass die Farben verschwinden. Das ist für uns eine der größeren Sorgen. Also brauchen wir sehr viel Geld. Jede Operation kostet zwischen 50.000 und 60.000 Franken minimal für einen Film. Eine solche Rettungsaktion ist zurzeit für Beiträge der alten Schweizer Filmwochenschau im Gang, welche zwischen 1923 und 1936 in der ganzen Schweiz rund 80 Kinos bediente. Sportanlässe waren schon damals, genau wie heute, beliebte Publikumsrenner. In den Archiven fanden sich aber auch zahlreiche Beiträge zum Schweizer Brauchtum, wie hier der Kästeilet im Justistal. Auch politische Ereignisse wurden festgehalten. Und keinesfalls fehlen durfte natürlich der Besuch der damaligen Hollywood-Diva Mary Pickford mit Partner Douglas Fairbanks in Genf. Bei uns hier in Lausanne sind von etwa 1500 Beiträge knapp 100 erhalten geblieben, also etwa 8%. Und wir suchen zurzeit in ausländischen Archiven, so unsere Sammlung möglichst zu vervollständigen. Und ich gehe davon aus, dass wir etwa noch 100 Berichte im Ausland finden werden. Also insgesamt kommen wir auf vielleicht 15% der damals produzierten Filme. Kalmückenfrauen beim Beten in der zentralasiatischen Wüste. 1923 bereiste der Schweizer August Kern als erster Filmemacher dieser Region. Von seiner abenteuerlichen Expedition brachte er Bilder mit nach Hause, wie man sie zuvor in Europa noch nicht gesehen hatte. Ein Teil des Materials ist verschollen. Was erhalten geblieben ist, wurde nun auf Sicherheitsfilm kopiert und restauriert. Ganz abgesehen von der eventuell künstlerischen Qualität gibt es auch eine... Ist es ein einmaliges Dokument und als solches muss es absolut aufbewahrt werden, dass wir auch uns forsch wieder rekonstruieren können, wie an sich eine Stadt, ein Land lebte, war in jenen Zeiten. Ich meine, besonders scheint mir interessant auch der Spielfilm, weil der Spielfilm paradoxerweise sehr oft mehr über die Art, wie die Leute lebten, aussagt als der Dokumentarfilm. Gesammelt und archiviert werden in der Cinematik alle Filme, egal welchen Datums und welcher Qualität. Täglich treffen neue Filmrollen ein, während man sich gleichzeitig um die Rettung ausgewählter Altersstreifen bemüht. La Vocation d'André Carrel wurde in den 1920er Jahren am Genfersee gedreht und gehört zu den ältesten Schweizer Spielfilmen. Wir arbeiten schon seit etwa einem Jahr auf diesem Film. Das Negativ war ziemlich stark Schimmel bedeckt. Und wir mussten zuerst mal diesen Schimmel putzen. Das ist eine sehr schwierige Arbeit, denn man muss den Schimmel wegnehmen, ohne die Emulsion und das Bild vom Filmträger zu reißen. Bei diesem konkreten Fall haben wir für etwa eine Stunde Film 85 Stunden lang geputzt. Und wir kommen sicher zu einem guten Resultat. Die wertvollen Filmoriginale werden bei einer Temperatur von 0 Grad im atomsicheren Bunker aufbewahrt.
In einer weiteren Archivabteilung der Cinémathèque lagern rund 2 Millionen Fotografien und an die 60.000 Plakate, darunter viele wertvolle Originale. Hier ist alles vereinigt, was in der Filmwelt Rang und Namen hat.